Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem Titan hier. Und es gibt ein paar neue News und da werden wir nachher noch einen Grammtag machen. Zudem muss ich jetzt gleich am Anfang sagen, ich bin hundemüde, hört man vielleicht auch. Deswegen ja, werde ich viele Fehler machen. Ich hatte nämlich Frühschicht und ja, viel Spaß gleich beim Zuhören, weil es wird eine Lesestunde. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann schaltet gleich direkt ab, weil könnte ein bisschen anstrengend werden. Ich probiere natürlich mein Bestes, aber das reicht vielleicht nicht, aber ich kann es halt nur vorlesen, was anderes kann ich leider nicht machen. Alles durchzulesen oder weitere Infos natürlich immer bei mein MMO natürlich. Und ja, ich würde sagen, fangen wir gleich erstmal direkt an und ja, lesen erstmal vor. Und zwar gibt es einen Leak, ich glaube, ich schon in der Community gepostet habe, weiß ich gar nicht genau. Sonnenwende-Event 2022. Erste Leaks zeigen Waffen, Skins und Rüstungsornamente. Ja, zeigen kann ich leider hier nichts, deswegen lese ich es einfach nur vor. So, am 19. Juli 2022 startet bei Destiny 2 das Sonnenwende-Sommer-Event. Neben den beliebten leuchtenden Rüstungsornamenten, welche Hüter dort jedes Jahr erspielen können, werden sich dieses Mal auch ein paar Dinge ändern. Mein MMO oder ja, hat die ersten Leaks für euch zusammengefasst und zeigt, was die Hüter im Jahr 2022 beim Sonnenwende-Event erwartet. Was ist das Sonnenwende-Event? Jedes Jahr im Sommer ist es in Destiny 2 üblich, das zeitbegrenzte Sonnenwende-Event in der europäischen Luftzone zu feiern. Die Organisation des Events und Aufgabenverteilung an die Hüter übernimmt traditionell Space Omi Eva Levante. Ja, das ist ja alles wieder schön mit Flaggen voll hier auf dem Turm und Eva Levante ist dann auch wieder hier. Hüter werden so dann nach dem Einloggen nicht nur den Turm besonders geschmückt vorfinden, sondern auch sommerliche Items zum Erspielen bekommen. Hier sind jedes Jahr vor allem die leuchtenden Ornamente der Sonnenwende Rüstungen sehr gefragt und die recht speziellen Cosmetics, welche es an den Glanzstaubstrand Strand des Universums spült. Achso, okay. Ich dachte, es heißt Strand, aber es ist echt Strand. So, neben diesen bekannten Details hat der Entwickler aber auch kleine Anpassungen am Event vorgenommen, die 2022 ein paar Neuerungen mit sich bringen. Das ändert sich 2022 bei Sonnenwende-Event. Neben der Tatsache, dass die Sonnenwende ab sofort ohne Helden auskommen muss und nur noch Sonnenwende heißt, okay, hat Bungie auch folgende Änderungen geplant. Zum Start der Sonnenwende 2022 wird offiziell die neue Eventkarte bei Destiny 2 eingeführt, welche euren Fortschritt für alle Events zukünftig genau verzeichnet. Ein Eventsiegel samt Titel kommt ebenfalls ins Spiel, was Spieler sich während des Sonnenwende-Events und darüber hinaus verdienen können. Es wird keine Sonnenwende-Rüstungsaufgaben mehr geben, die man abschließen muss. Stattdessen sammeln die Spieler nun Schlüssel oder Pakete in sogenannten Event-Herausforderungen. Die Sonnenwende-Rüstung wird upgradebar sein und es den Hütern ermöglichen, ihre Start-Stats-Werte neu zu mischen. Achso, okay. Zusätzlich wird es eine neue Aktivität in der bereits bekannten europäischen Luftzone geben, die Lagerfeuerparty. Hier sollen die Hüter eine Art parakusales Lagerfeuer errichten und es klingt fast so, als kommt hier vielleicht sogar ein Hordenmodus mit immer schwieriger werdenden Wellen. Wie gesagt, das sind zum Teil alles Leaks, ne? Aber meistens stimmen die dann auch. Eventkarte gilt für alle jährlichen Events. Wenn die Sonnenwende 2022 gestartet ist, können sich alle Spieler bei Eva Levante erstmals die neue Eventkarte abholen. Die Aufgaben, welche sie bietet, sollen dabei den saisonalen Herausforderungen ähneln. Achso, okay. Solange das Event läuft, hat man damit Zugriff auf die respektiven Herausforderungen und Prämien des gerade aktiven Events. Wie die Event-Herausforderungen, die Event-Siegel und Titel sowie die einzigartigen Event-Prämien. Die Karte verschwindet wieder, wenn das entsprechende Event endet. Eine genaue Erklärung dazu, wie die Eventkarte im Detail funktioniert, ja, die Videobeschreibung könnt ihr dann, glaube ich, den Link, glaube ich, folgen. Gibt es auch noch so einen Link dazu. Leak zeigt kultigen Krabben-Sparrow und prismatische Rüstungen. Wie bereits erwähnt, sind viele Hüter die Sonnenwende-Rüstungen des Events Highlight. Wie bereits erwähnt, sind für viele Hüter die Sonnenwende-Rüstung das Event-Highlight. So, daher haben sich ein paar Dataminer und Leaker wie Elliot und irgendwelche anderen durch den Code von Destiny 2 gewöhnt, um euch einen ersten Blick auf die neuen Rüstungsornamente und weiteren Items des diesjährigen Sonnenevents 2022 zu geben. Laut dem Leak sollen die Rüstungen wohl sogenannte Prisma-Sets sein. Für den Jäger das phosphorisierende Prisma-Set, für den Warlock das funkelnde Prisma-Set und für den Titan das glühende Prisma-Set. Okay. Ja, und die Sonnenwende-Event-Waffen
Während der Hüterspiele 2022 konnten sich die Spieler die Maschinenpistole oder den Titel erspielen. Das Summer Event soll dagegen eine Handfeuerwaffe im typischen Event-Look bieten. Daneben sind ein paar Cosmetics zu sehen, mit denen Hüter ihre Geister in den Sommerurlaub schicken können. Ja, gut, also nichts Besonderes. Und dann gibt es halt diesen Event Sparrow, ist so ein kultiges Krabbengefährt. Und der Rest ist eigentlich nur ganz viel Blabla. Wer kann teilnehmen? Das Event ist wie immer kostenlos, sodass jeder interessierte Spieler daran teilnehmen kann. Neue Spieler müssen lediglich die Einführungsquest dafür abschließen. Okay. Ja, das war jetzt Leak. Schlecht gelesen, ich weiß, aber wie gesagt, ich daran, dass ich hundemüde bin, ist halt leider so. Könnt ihr dann auch noch mal den Link folgen, in der Videobeschreibung gepostet, direkt hier unter diesem Video. Da steht nochmal alles drin, da sind auch noch in dem Link dann beim Thread von meinem Ohr natürlich noch andere Sachen. So, jetzt kommen wir nochmal zu was anderem. Verbesserter Perk macht alle Waffenelemente in Destiny 2 fast überflüssig. Wie funktioniert er? Also bei einigen Waffen gibt es irgendwie so einen Perk, den ich jetzt auch noch nicht habe. Adaptive Munition. Das macht adaptive Munition. Das ist ein Perk auf einer Waffe drauf, ja. Das sieht aus wie ist ein Kreuz, ein Prisma mit einem X durch, so ungefähr. Ich habe so ein Adaptions-Munitions-Ding noch nicht gefunden. Das macht adaptive Munition so beliebt. Jeder kennt es in Destiny 2, wenn man auf Gegner mit Energieschild trifft und gerade keine Waffe mit dem passenden Element dafür ausgerüstet hat, dauert es ewig, das Schild zu brechen und Schaden zu machen. Doch mit dem verbesserten Vorteil adaptive Munition, der stark gegen alle Schilde ist, egal ob Solar, Arkus oder Leere, umgeht man das einfach. Nutzt ihr den Perk adaptive Munition auf eurer Waffe, passt diese ihre Schadensleistung und Effektivität gegen Energieschilde an, die nicht zum Schadenstyp der Waffe passen. Treffer verursachen zunehmend höheren Schaden gegen Gegnerschilde und das mit bis zu 600% mehr Schaden. Der Buff wird entfernt, wenn ein passender Schild oder ein Feind ohne Schild getroffen wird. Ja, adaptive Munition, wie gesagt, Link ist auch in der Videobeschreibung. Funktioniert auch im Endgame. Da gibt es dann auch so Werte, wie die aufgeteilt sind. Also wie gesagt, adaptive Munition und irgendwie steht hier noch was anderes. Was ist das hier? Wahrscheinlich die Waffen. Neue Bestimmung, die Waffe, Impulsgewehr, Ogma IG6. Da kann es Befehlskette, okay. Da muss ich dann nochmal gucken, ob es da das wirklich gibt. Aber wie gesagt, das ist halt eben gegen alle Schilde gut und das könnt ihr dann auch mal genau durchlesen. Ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt finde. Dann mal im Schauen, muss ich noch was anderes gucken hier. Ne, das waren eigentlich so die Hauptinfos. Adaptive Munition. Wo habe ich das denn? Da ist es hier. Das ist wichtig hier. Diese Waffe passt im Einsatz gegen eine Energieschilde, die nicht dem Schadenstyp der Waffe entsprechen, die verursachte Schadensleistung und die Effektivität an. Das ist hier der Perk, wo ihr halt theoretisch alle Schilde wegballern könnt, auch wenn ihr hier Stasis drauf habt. Wie das genau funktioniert, kann ich euch noch nicht genau sagen. Das muss ich selber nochmal rausfinden. Wie gesagt, könnt ihr auch noch den Link zu meinem O folgen. Da sind auch die anderen Waffen angegeben. Einige Waffen tragen oder können diesen Perk tragen, einige halt nicht. Aber das ist halt eben sehr gut, sagen wir es mal so, um halt nicht immer bei Aktivitäten, wo halt Arkus und andere Schilde halt eben aktiv sind, im Endgame, wo man halt immer genervt ist, wenn man halt irgendeine Waffe spielen muss, die man nicht spielen möchte, weil die gerade Leere hat, um die leere Schilde zu brechen. Also wie gesagt, das braucht ihr hier auf jeden Fall. Und Befehlskette hat diesen Perk, also auf jeden Fall ganz gut. Andere Waffen auch. Ich glaube, Ogma IG6 hat diesen Perk zum Teil auch, aber nicht immer, sondern es hat Random Drop. Also es gibt einige Waffen, wo das halt mit drin ist und einige Waffen halt nicht. Und ja, da müsst ihr halt gucken. Also so sind die News, auch wenn sie ein bisschen komisch vorgelesen sind. Ich kann es da nicht ändern, wie gesagt, ich könnte so wieder schlafen. So, dann machen wir jetzt einen Grammtag. Wie gesagt, ich bin hier vollgepackt bis oben hin. Genau, noch was anderes. Nicht vergessen, ne, ihr habt natürlich auch eine Übersicht, wo ihr hier wegen Baupläne und so, ne. Ich muss auch immer mal Waffen craften. Da gibt es auch übrigens einen guten Thread bei meinem MO, wie man am besten craftet. Aber da werde ich jetzt nicht großartig zu eingehen, sondern so ein bisschen. Und zwar hier sind das hier bei Triumphe, dann hier rechts Baupläne und Katalysatoren. Hier könnt ihr gucken, wie viele Baupläne ihr braucht, um halt beim Craften hier halt die Bauplatte freizuschalten. Hier habe ich ein bisschen was schon geschafft. Ihr müsst halt eben die roten Waffen, müsst ihr halt fünfmal jetzt hier für Feuerschrecken, müsst ihr fünfmal eine rote Waffe durchleveln und dann habt ihr das. Da muss man natürlich auch zu beachten, hier habe ich zum Beispiel jetzt hier forensisches Grauen, habe ich jetzt hier die mit rotem Rand die Waffe gelevelt. Die Sache ist natürlich die, ich habe hier jetzt voll mit Resonanzelement, bin ich voll, habe ich 10.000, bin ich Cap. Das heißt, diese Waffe packe ich mir jetzt in den Tresor und löse sie dann später ein. Dadurch wird natürlich der Bauplan verzögert.
Darf ich natürlich auch nicht vergessen. Aber ich muss mal gucken, wie ich das nächste Woche mache. Der Tresor wird natürlich auch dementsprechend auch immer voller. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, hier erstmal alle Waffen mit rotem Rand, die ich fertig gespielt habe, erstmal reingepackt. Damit ich die halt dann irgendwann einlöse. Hier sieht man sie alle. Hier zum Beispiel auch Feuerschrecken und so. Löse ich dann ein, wenn ich wieder ein bisschen was frei habe und nicht capped bin und dass sich auch lohnt, die wieder einzusetzen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, dann gehen die Ressourcen halt weg. Ja, die roten Renderwaffen müsst ihr halt fertig spielen. Dann habt ihr halt eben hier dann die Übersicht, wie viel ihr davon braucht. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade dabei, den Bauplan fertig zu machen. Moment, hier sind natürlich auch noch die Energiewaffen und die schweren Waffen. Da bin ich gerade hier dabei, Nazarex Flüstern fertig zu machen. Da brauche ich noch einen Bauplan. Nächste Woche, weil ich ja in der Helm die Krone des Leids gut freigespielt habe, kann ich nächste Woche eine rote Waffe rausziehen. Dann werde ich hier wieder Nazarex Flüstern wieder rausziehen. Und dann werde ich den Bauplan hier komplett fertig machen mit 5 Stück. Und werde ich mir dann hier eine gute Nazarex Flüstern, eine Glefe schön schmieden. Aber es dauert halt, wie gesagt, noch. Und hier sieht man halt überall die Übersicht. Und ich habe, wie man sieht, ich habe noch nicht viel gemacht, noch nicht viel fertig gekriegt. Das dauert alles noch. Ein paar habe ich fertig gekriegt, ein paar Sachen nicht. Aber hier ist die Übersicht, die könnt ihr alles schon nachschauen. Und was das Craften angeht, das mache ich dann irgendwann, wenn ich das mal irgendwann mal angehe mit den Craften. Habe ich immer noch nicht. So, exotische Katalysatoren. Hier sieht man natürlich auch noch die Übersicht, wo man sie findet und was man machen Ah, muss. was haben Hier wir denn natürlich auch nochmal zu hier? gucken, ne? Die Selbst Katalysatoren könnt ihr euch hundert alle anschauen, die ihr euch Muttersprachen hier habt, sind die ihr noch reich nicht an habt. temporaler Und Information. ja, hier steht auch, wo ihr es Kann findet. eine Also, Datei mit das Hilfe der ist eigentlich ganz gut. Topologie, die in Gute ihrem Übersicht, haben Rechenraum sie besser gemacht eintaucht, als sonst immer in der Vergangenheit. So, das nochmal dazu. Ja, jetzt nur kurz zum Gucken, ob ich hier noch ein Erversum-Gramm drin eingrenzen? habe. Glaube nicht, nö. So, Erversum-Gramme. Da Das könnten Ding. auch, können auch Glanzstaub rausdroppen, wenn ihr Glück Das habt. Erbaversum handelt mit Moment, ich allen muss mal eben kurz möglichen mal noch Gütern. ein Gramm ziehen. Wie gesagt, der Season Pass ist Handelt natürlich auch noch da, wo es ein Erversum-Gramm gibt. Von ganz von vorne anfangen mal eben hier. So, das werden wir erstmal ziehen hier. So, dann haben wir hier 10 Stück auf der hohen Kante. Die werden wir jetzt alle gleich schön nach und nach erstmal einlösen. Wie gesagt, hier kann auch ein Glanzstück rauskommen mit einem kleinen, mittleren und großen Geschenk. Ist da Random Drop, kann man nicht beeinflussen. Oder ich hoffe jetzt einfach darauf, dass auch schöne Exo-Sachen hier rauskommen. Wir müssen uns Weil es hat schon entschließen. lange gedauert, diese Erversum-Gramme zu kriegen. Ab Season Rang 100 droppt es, glaube ich, bei jedem sechsten Rang. Also ich bin jetzt Season Rang 165. Und ich glaube, bei Brauchst du jedem etwas? sechsten Rang, also bei 106 oder 105, droppt dann ein Erversum-Gramm. Ab Rang 200 geht das ein bisschen schneller. Bei ganz 100% bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Nicht ja, so alles, ungefähr was soll der es sein. Mensch Wie gesagt, anschleppt, dann lässt wird sich man auch als verkaufen. Rang noch belohnt, dass man halt eben weiterspielt. Gibt es halt die Erversum-Gramme. So, Weiß wenn wir einer, direkt wo ich anfangen, stehe. haben wir jetzt immer glänzender Schlitten. Alle legendären Sachen schmeiße ich sofort weg, werden direkt recycelt. Die brauche ich nämlich nicht. So, König der Bergschreiter brauche ich auch nicht. Auch Blödsinn, auch Mist. Orchideenhülle brauche ich auch nicht, ist auch legendär, hat für mich keinen Wert, die leider, muss ich dazu sagen. Da Glanzstaub, aber kleines Geschenk mit Glanzstaub Keine kann ich ja Ahnung, wohl wo mein gebrauchen, Onkel diese 250 Sachen Glanzstaub, wie gesagt, aufbewahrt. aber nur ein kleines Geschenk. Kein Problem. Leider auch Pech. Nochmal ein kleines Geschenk, ist eigentlich okay, kann ich besser gebrauchen als irgendwelche legendären Sachen. Das ist auch schon mal schick. So, dann mit den Laien am Ende Geste. So kriegt ihr alles, was man. Ihr kann ja auch reingucken ins Dreieck und Dreieck drücken hier. Habe ich auch vergessen zu zeigen. Ihr könnt mal ein bisschen gucken, könnt ihr hier mit Dreieck reinschauen. Das könnte eventuell droppen. Ja, so sieht es im Moment hier aus. Also, da ist nur eine kleine Übersicht. Es droppt aber zum Teil noch viel mehr als nur das. So. Speedpunk brauche ich auch nicht. Schicke Schritte. Okay, Multiplayer-Geste haben wir auch noch. Ah, okay. Da habe ich letztes Mal immer getanzt mit einem Teammate zusammen. Ich glaube, es war das. Da nochmal eine blöde Hülle, die ich nicht brauche. Und zum Schluss das letzte hier nochmal eben. Oh, die Exo-Geste. Boxsack. Ja, geil. Die sind teuer. Deswegen sehr schön. Dann guckt ihr nochmal beim Test in den Shop, ob ihr irgendwas braucht. Diese Woche gibt es kein Season-Set-Teil hier. Wie gesagt, hier strahlender Brecher hier beim Pitan. Fehlen noch Helm und Rohschutz. Das Set will ich vollständig haben. Ein Set kostet umgerechnet, wenn ihr jede Woche, wenn es dann bei Test drin ist, 1200 Glanzstoff bezahlt. Bezahlt ihr halt für jeden Char 6000 Glanzstaub. Also das ist schon ganz schön heftig, eigentlich. Also ein Glanzstaub ist halt nicht gerade hier groß und gut vorhanden. Ja, sonst, wie gesagt, Empfehlungen kann ich jetzt gerade nicht so geben. Diese Woche ist ein bisschen Keine eigenen lau hier Daten. im Shop, aber hier Traum des Himmels, auserwählte des reisenden Ornament. Sieht eh ganz nice aus, finde ich. Aber muss man halt eben selber wissen, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Ich spare meinen Glanzstaub erstmal. Ich wird immer weniger. Sagen wir es mal so. So, da haben wir ein paar Sachen eingelöst hier. Ein paar Sachen sind durch eine Poststelle gewandert. Die werde ich jetzt mal Ich kurz sehe nach, ich recyceln. sehe nach. Und zwar die Sparrows, die gucken wir uns auch nicht an. Die braucht man sich nicht angucken. Lohnt sich nicht. Einfach sinnlos.
So, einfach nochmal feinstes Materiengewebe nochmal einsetzen hier. So. Ja, so, was haben wir denn die Sachen dann gekriegt? Hier einmal haben wir noch eine Hülle gekriegt, die brauche ich auch nicht zeigen, die bringt auch nichts. Sparrow bringt auch nichts, kann auch weg. So, da haben wir zwei Gesten gekriegt, die schön sind, hoffe ich zumindest. Boxer ist einmal hier. Ist okay, aber auch nichts Weltbewegendes, aber es ist halt eine Exo-Geste. Kann man die auch irgendwie beenden. Bumm. Okay. Gut, da haben wir die einmal gekriegt. Und dann haben wir noch was Blaues gekriegt. Wo ist das denn? Da oben. Mit dem Laien am Ende. Ja, auch nichts Besonderes. Leider ein bisschen mau. Ja, kam jetzt nicht viel raus, außer der Glanzstopp mit 500. Eigentlich ganz gut, aber sonst eher nichts, sagen wir es mal so. Ja, das soll es gewesen sein erstmal. Danke fürs Zusehen. Wie gesagt, ein bisschen kunterbunt hier wie immer. Aber das kennen wir ja nicht anders von mir. Ich hoffe, ihr habt auch guten Loot gekriegt. Viel Spaß bei SC2. Und ja, diese Woche sind noch die Tapferkeitspunkte aktiv im Schmelztiegel. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal reingehen, um das Ornament freizuschalten. Weil, wie gesagt, wir haben ja auch noch, nicht zu vergessen, die saisonalen Herausforderungen hier einmal. Wo sind die jetzt? Mann, ey. Die sind hergekriegt immer. Die auch erfüllt werden wollen. Und zwar einige hier, und deswegen sollte man auch die verfolgen, weil zum Ende gibt es nämlich noch einen großen Glanzstaubhaufen mit 4000 Glanzstaub, den will ich auf jeden Fall diese Season auf jeden Fall mitnehmen. So sieht es nämlich aus. So, danke nochmal, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Danke für den Support. Tschüss.